Moin, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu 500 at Freddy's 4. Mein Name ist Mustafa und ich habe den Part nachkommentiert, wie ich es ja in meinem 30-minütigen Video gesagt habe, wofür ich übrigens 8 Stunden gebraucht habe, um die ganze Scheiße zu rendern. Ich mache das Ganze bei mir mal ein bisschen laut, leiser, dass ich mich nicht nochmal erschrecke, weil das war einfach scheiße, das Spiel. Ihr seht wahrscheinlich in meiner Facecam, die ich jetzt natürlich für die Nachkommentierung nicht aktiviert habe, damit ihr seht, wie ich gelitten habe. Ich habe gelitten wie ein Wahnsinniger. Es war hart ohne Ende. Ihr seht schon, ich blick nach unten gerichtet. Nein, da ist nicht die Uhr, damit ich weiß, wie lange die Nacht noch ist. Ich war einfach so konzentriert. Ich habe auch wirklich... Concentration? Hi, Chica. Ich habe auch wirklich nicht geredet während dem Part. Nur zwischendrin. Und da habe ich erst gedacht, dass die beiden... dass die Freddles viel langsamer kommen, aber das tun sie nicht. Das war dann halt echt scheiße. Ich habe meine Stimme mal ganz leise gemacht. Dass man mich auch nicht so laut hört und das Ambiente vielleicht ein bisschen besser ist. Ich weiß nicht, teilweise gab es Stellen, wo ich gedacht habe, okay, da ist jetzt ein Atmen, das hört man ganz deutlich auf einer Seite. Und dann war es irgendwie doch kein Atmen. Keine Ahnung, was da los gewesen ist. Okay. Das war irgendwie ziemlich scheiße. I'm concentrated. Ich habe auch gedacht, dass die Freddles hinter einem Geräusche machen. Nein, das tun sie natürlich nicht. Ich habe die Freddles, die hört man nicht. Man kann nur, das ist quasi so abschätzen. Ja, ich mache hier gerade eine Dose auf. Ich war immer so angespannt, als ich an die Tür bin, dass ich einen Puls von 280. Ich zitter immer noch. Also könnt ihr euch schon mal freuen, wie das Ganze wird, hier das ganze Video. Ich muss aufpassen, meine Maus nicht zu bewegen. Weil das Problem ist nämlich, dass ich hier natürlich mit VLC Media Player das Ganze abspiele jetzt gerade. Und wenn ich meine Maus bewege, dann seht ihr hier unten irgend so eine Leiste. Und das ist dann halt echt nervig im Video. Ihr seht, ich war gar nicht schlecht. Es ist jetzt kurz vor 3 Uhr morgens. Und ich war mir halt sicher, dass das der Run wird, indem ich nach 2 schaffe. Und ja, ob ich nach 2 schaffe oder nicht... ja, das finden wir jetzt gemeinsam heraus. Ich weiß es natürlich schon, weil ich das natürlich schon gezockt habe. Ich kommentiere das Ganze jetzt nach. Zwischendrin, zwischen den Nächten, habe ich natürlich gesprochen. Da habe ich so ein bisschen versucht, die Nacht zu analysieren, was da passiert ist. Es ist übrigens 3 Uhr. Am Ende muss ich sagen, ist ein ganz, ganz großer Fail passiert. Ich gehe darauf ein, wenn es soweit ist. Da ging dann alles in die Hose, kann ich jetzt schon mal sagen. Also freut euch da schon mal, wenn das Video fast zu Ende ist. Ja, da bin ich wieder. Ich musste ganz kurz meinen Timer starten, damit ich weiß, wann ich hier meine Nachkommentierung unterbrechen muss, weil das Ganze ist in 2 Parts gesplittet. Ja, wie gesagt, am Ende ist ein ganz, ganz großer Fail passiert. Und das war einfach zum Kotzen. Es ist 4 Uhr morgens, da habe ich mir schon so ein bisschen gedacht, okay, jetzt bloß keine Fehler machen. Es sind noch 2 Minuten. Und es war mir, den Tür zu halten, war das bei mir, muss ich echt sagen, das hat bei mir lang gedauert, bis er die Tür zugemacht hat. Und ihr könnt euch vielleicht jetzt schon denken, was passieren wird später. Ihr seht wahrscheinlich schon, wo ich ganz selten hingucke und das Licht dann anmacht. Das heißt, ihr könnt euch sicher denken, durch wen ich... da bin ich wieder aus dem Schnitt. Ich habe gerade ein bisschen was gespoilert gehabt und das fand ich einfach scheiße von mir. Und das war einfach dämlich von mir. Und ihr seht schon. Ja, und ihr habt es gesehen,
Ich habe nicht genug auf die Freddles geachtet hinter mir und ich habe viel zu seltener hingeschaut. Und je seltener man da hinschaut, desto schneller kommen die Freddles natürlich. Und daran habe ich in dem Moment einfach nicht gedacht. Ich habe, glaube ich, eine Minute lang überhaupt nicht nach hinten geschaut. Und klar, sie kommen sehr langsam am Anfang, aber dann kommen sie halt immer schneller. Und dieser Jumpscare hat mich einfach gefickt. Dieser Jumpscare hat mich einfach gefickt. Und ihr seht's in der Facecam, ich war vollkommen fertig. Ich habe gezittert wie ein Esblaub. Ich weiß nicht. Es war unbeschreiblich, der Tod. Und ich mach's dann doch bei mir mal ein bisschen lauter, damit ich die Jumpscares dann doch nochmal miterleben kann. Es wird noch häufiger passieren, dass ich mich so sehr erschrecke wie jetzt. Ja, es war nicht ganz ohne. Ja, da zeige ich doch mal, was für ein Puls ich habe, wie mein Herz geschlagen hat. Das war der Wahnsinn. Also ich habe ganz deutlich gespürt, wie mein Herz fast meinen Brustkorb durchbohrt hat, weil es ging einfach nicht. Ich weiß nicht, was passiert ist in dem Moment. Zweite Nacht. Kurzer Schnitt. Wir sind jetzt bei Minute 6:36. Das heißt, ich habe jetzt noch knapp 7 Minuten. Okay, wenn auf meinem Timer 8 Minuten 50 ist. Ja, dann gucke ich mal ganz kurz. Ich werde öfter schneiden müssen hier. Ja, genau. Da habe ich mir so gedacht, ey Leute, wollte ich mich eigentlich verarschen? Es ist gerade, die Nacht hat gerade angefangen. Und dann stand Chica vor der Tür. Wie gesagt, manchmal habe ich das Problem, ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es zeigt, dass es verdammt eng war in dem Moment. Die Tür, das dauert manchmal ziemlich lange, bis ich die Tür zumachen kann. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist oder ob es einfach vom Spiel so gewollt ist. Und ich war natürlich total unkonzentriert dann nach dem Jumpscare. Also der hat mich schon ziemlich mitgenommen gehabt. Ich hoffe übrigens, dass ich jetzt nicht zu viel rede. Deshalb fahre ich mal ein bisschen weiter runter meinen Redefluss. Ja, und in dem Moment muss ich sagen, es war ziemlich ätzend. Chica stand nicht vor der Tür. Bonnie von rechts. Und ja, ich habe ganz deutlich gehört, dass Bonnie von links, sorry. Ich habe ganz deutlich gehört, dass von rechts irgendwas kam. Ich höre das ja ganz gut auf meinem Headset, weil ich das ja mega laut habe. Links stand Bonnie, rechts stand niemand. Und ich, das Timing war natürlich total am Arsch. Also wie im ersten Part, als ich da durch... Genau, ich habe mich gerade nochmal erschrocken. Genau, links Bonnie, rechts stand niemand, und dann werde ich von Bonnie getötet, wenn ich mich umgedreht habe. Ich habe mich auch gerade wieder erschrocken gehabt. ja, links Bonnie. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, warum ich gerade gestorben bin. Also man sieht es auch an der Facecam, dass ich gerade so ein bisschen so, warum bin ich gerade getötet worden? Ich hab's nicht verstanden, ich verstehe es jetzt immer noch nicht, auch wenn ich das Video jetzt quasi oder die Sequenz zum zweiten Mal jetzt sehe. Ich weiß nicht, was passiert ist. Also, ich habe wirklich keine Ahnung. Und ja. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich kann es nicht analysieren und... Ja. Ja, ich kann nicht sagen, was gerade passiert ist. Jetzt habe ich gerade einen Timer gestellt. Apropos Timer, ganz drin müssen sein. Bei 9 Minuten 50 muss ich einen Cut setzen, weil dann quasi meine 14 Minuten 2 für den ersten Teil aufgebraucht sind. Und ich finde natürlich nicht, dass ihr hier ständig so eine Leiste eingeblendet seht. Ja, ihr seht wieder, ich bin total konzentriert, total motiviert, gehe ich daran. Wie gesagt, zum Ende ist ein ganz großer Fail passiert. Wo ich allerdings froh bin, ist, dass Foxy nicht mich nicht besuchen kam.
Ja, ich hoffe, dass meine Stimme übrigens nicht zu laut ist, wobei ich sagen muss, dass die Hintergrundgeräusche so leise sind, dass man wahrscheinlich meine Stimme deutlich hören kann. Systemlautstärke bei 30%, meine Lautstärke bei 66, das heißt, ja, ich hoffe, dass man mich gut hört. So, was habe ich gesagt? 9 Minuten 50? Ich muss sagen, ich. Dieses Geräusch. Genau. Genau, das war der Tod durch Chica, weil man hat es vielleicht im Hintergrund schon gehört, dass. Dankeschön an meinen Freund. Ja, er heißt Melone Zitrone Punkt irgendwas auf Instagram. Könnt ihr alle mal abchecken. Er ist ein total geiler Dude. Allerdings, Dankeschön. Und genau in dem Moment, wo du die Nachricht geschrieben hast, war mein Timing natürlich am Arsch. Ich habe nicht gehört, dass Chica von der Tür weggegangen ist oder ob Chica von der Tür weggegangen ist, wurde natürlich dann getötet. Dankeschön, ich hab dich sehr lieb. Mach sowas bitte nicht nochmal. Natürlich konntest du nicht wissen, dass ich gerade ein Video aufnehme, das ist mir bewusst. Ich habe hinterher noch auf WhatsApp mit dem geschrieben gehabt und habe geschrieben, hey Junge, danke für den Jumpscare. Ja, man hört dann auch jetzt auch die Nachricht im Hintergrund. Ja, ich habe vergessen, WhatsApp Web vom Chrome-Browser im Hintergrund zu deaktivieren bzw. auszuschalten. Ich habe ja meinen Browser im Hintergrund offen gehabt. Und ja. Ja, das wurde mir dann in Nacht 2 zum Verhängnis. Der dritte Tod in dieser Nacht. Erster Tod durch Freddy, zweiter Tod durch Bonnie, dritter Tod durch Chica. Fehlt eigentlich schon noch Foxy. Als Spoiler kann ich jetzt schon mal sagen, nein, ich werde nicht von Foxy getötet. Foxy hat sich auch kaum blicken lassen in der ganzen Aufnahme zweimal. Aber ganz ehrlich. Ja, machst du was bitte nicht nochmal. Also, falls ihr euch alle jetzt denkt, ey, was war das für eine Nacht? Ja. Schreibt mal alle Melone Zitrone Punkt. Ich werde sein Instagram nochmal verlinken in der Videobeschreibung. Schreibt Melone Zitrone nochmal. Entweder kommentiert ein Video von ihm oder schickt ihm einfach eine DM. Schreibt ihm. Hashtag oder schreibt ihm einfach mal Chica Jumpscare in die Kommentare. Ja, dann wird er schon wissen, was gemeint ist. Ich hoffe, du siehst das Video. Und das war, ja, das war einfach unglücklich. Klar, natürlich kann er nicht wissen, dass ich jetzt gerade genau in dem Moment Video aufgenommen habe. Konnte er nicht wissen. Und deshalb sehen wir jetzt kurzer Schnitt. Und für euch geht es dann in einer Sekunde einfach weiter. Für mich dauert es ein bisschen. Aus dem Schnitt, habe gerade, ja, die andere Aufnahme war zu Ende. Und somit musste ich ja natürlich schneiden. Ja, also wir haben am Ende, also bevor der Schnitt kam jetzt, habe ich, ja, wie gesagt, es war einfach unglücklich, dass in dem Moment er mir geschrieben hatte. Ich habe mich mit ihm über das Fitnessstudio unterhalten und da hat er geschrieben, okay, weil ich gesagt habe, ja, ey Junge, Sixpack kommt langsam, weil ich hätte die ganze Zeit gesagt, habe ich schön Sixpack haben, schön Sixpack haben. Ich bin einfach so dünn, dass ich von Natur aus einfach ein Sixpack habe. Ich muss halt nur definieren und das kommt jetzt langsam zur Geltung so ein bisschen. Und da habe ich gedacht, hey, cool, kommt langsam. Und da hat einfach geschrieben, okay. Und ja, das war einfach unglücklich, das genau in dem Moment zu schreiben. Ich bin nicht böse oder so, weil kann er ja nicht wissen. Er kann ja nicht in meinem Kopf. Ja, und hier haben wir ja auch wieder aus dem Schnitt heraus wieder eine WhatsApp-Nachricht. Hier habe ich gedacht, fick dich, Freddy, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ihr könnt euch denken, was gleich passieren wird. Für alle, die jetzt fragen, irgendwie hört man dann eine Stimme kaum noch. Ja, ich habe meine Stimme leiser gestellt, weil einfach im Schnitt, also vor dem Schnitt, meine Stimme so exorbitant laut gewesen ist. Ich habe es gerade nochmal angehört. Ja,
dass ich einfach meine Stimme jetzt auf 50% runtergeschraubt habe. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise. Ich hoffe, das hat das andere Video, also quasi den ersten Schnitt runtergeschraubt habe. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu leise. Ich hoffe, das hat das andere Video, also quasi den ersten Schnitt, nicht zerstört. Ja. Auf jeden Fall hat er gerade geschrieben, dass ich ihm einen Link schicken soll. Ja, natürlich schicke ich dir den Link, Digga. Es geht ja quasi um dich. Oh, meine Omi hat geschrieben. Du bist übrigens auch im Video, Omi. Alle meine Freunde im Video. Ja, ja, achso. Alles klar. Kann gerade nicht antworten. Ich schick mal Link, wenn das Video fertig ist. Ja, natürlich schick ich den Link, wenn es fertig ist. Ja, auf jeden Fall war es einfach und ist es einfach scheiße gelaufen. Und ja, wie ihr euch sicherlich alle schon denken könnt, habe ich es nicht geschafft. Ja, 3 Tode, beziehungsweise 4 Tode, es wird noch einer kommen. Also mindestens einer kommt noch, ich weiß nicht, das Video geht noch eine Minute. 4 Tode in einer Nacht. Ich hab's wieder, ihr seht's auf der Uhr rechts oben, es ist 2 am. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt gestorben bin, ob das wieder durch WhatsApp bedingt war oder ob ich diesmal einfach unkonzentriert war. Durch die 3 Jumpscare vorher schon. Ja. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wann meine Endcard beginnen wird. Ich warte jetzt einfach noch ab, bis ich tot bin. Ich glaube, die Endcard beginnt 20 Sekunden, bevor das Video endet. Das heißt, ja, das heißt, ich habe da gerade was ist gerade ein Bug? Ja, und genau in dem Moment, als ich das Licht angemacht habe, habe ich das Atmen von Chica gehört. Unglücklich gelaufen. Leute, das war's vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch bitte eine positive Bewertung da, wenn ihr es lustig fandet, wie ich erschrocken bin. 4 Tode nach 2. Ich habe nach 2 übrigens überhaupt noch nie geschafft. Wir müssten jetzt inzwischen in der Endcard sein. Ich werde euch den ersten Part von Five Nights hier verlinken. Mein 30-minütiges Video werde ich euch rechts verlinken. Abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nie gemacht hast. Kommentiert das Video. Und wie gesagt, schreibt Chica Jumpscare, die Melone Zitrone, in die Kommentare. Oder als DM.